Was gab es heute zum Frühstück? Das Übliche. Kaffee, Marmeladenbrötchen, das reicht mir zum Frühstück. Wie kommen Sie morgens am besten in Schwung? Ich bin Frühaufsteher und damit habe ich kein Problem, morgens in Schwung zu kommen. Ich habe ein Problem, abends ins Bett zu gehen. Im Übrigen bin ich in einem Alter, wo man nicht mehr ganz so viel Schlaf braucht. Haben Sie ein Lebensmotto? Lebensmotto, ja, ich würde sagen, irgendwann kommt immer eine Gelegenheit und dafür muss man vorbereitet sein. Quinoa oder Currywurst? Nochmal. Quinoa oder Currywurst? Ich kenne nur Currywurst. Ah, Quinoa ist, glaube ich, so ein Getreide, was aus Südamerika, glaube ich, kommt. Ja. Aber bin gewöhnt an Bratwurst. Lieber Bratwurst als Currywurst. Beenden Sie den Satz, wenn ich hungrig bin. Dann gucke ich, ob ich was zu essen kriege. Wie kann man sie auf die Palme bringen? Erkennbare Ungerechtigkeit. Und womit kann man sie wieder besänftigen? Eingeständnis, dass Unrecht Unrecht war. Duffel oder Duftreis? Duffel. Was wollten Sie als Kind einmal werden? Bundeskanzler. Und was macht einen guten Nein, Politiker aus? Entschuldigung. Nein, ich wollte Lehrerin oder Lehrer werden, genau. Ja. Aber ich hatte schon als Sechsjähriger die damaligen Plakate von Kiesinger und Brandt bei der Wahl 69 im Auge. Und da habe ich mich da angefangen dafür zu interessieren, sagen wir es mal so. Was macht einen guten Politiker aus? Ein Berufspolitikerin ist genauso ein Beruf wie alle anderen, ist ein Handwerk. Man bringt bestimmte Fähigkeiten mit, aber andere muss man erlernen. Also zu moderieren, zu analysieren, vor Leuten zu sprechen, Personalführung, alles, was in sonstigen leitenden Berufen auch erforderlich ist. Und das dauert seine Zeit, bis man das alles kann und man lernt immer dazu. Ich zum Beispiel muss jetzt dazu lernen, mit sozialen Medien umzugehen. Damit bin ich nicht groß geworden. Beschreiben Sie Ihre politischen Inhalte mit drei Stichworten. Kinder, Klima und Kommunen. Guns N' Roses oder Grönemeyer? Grönemeyer. Der schönste Ort im Siegerland. Das ist Siegen. Wobei da, wenn ich da nochmal auswählen dürfte, würde ich sagen, besonderen Bezug habe ich zum Rabenhain, Vollensberg, oben auf dem Aussichtspunkt und dann der Blick einmal rund. Da verbinde ich viele schöne Wanderungen, aber auch Ereignisse oben am Aussichtsturm mit. Herz oder Kopf? Uff. Das schwankt dazwischen, manchmal Bauch. Kommen Sie mit der Zunge an die Nasenspitze? Oh Gott, nein. Versuchen Sie doch mal. Nein, nein, bitte nicht. Meine Zunge ist von Geburt an etwas festgewachsen, also das wird nicht gelingen.